Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon, ja, ich befinde mich mittendrin, Leute. Mittendrin im FIFA Mobile World Cup Modus, also im WM-Modus. Seit gestern da, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, der war am Anfang kurz, am Morgen kurz da, dann war er mal wieder nicht da. Und am Abend kam er wieder, Leute, jetzt ist er auf jeden Fall da. Ich bin hier schon das zum ersten Mal reingegangen, habe schon das erste Spiel gemacht, leider eben nur 1:1 gespielt, aber da wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen was kommen, denke ich. Ich hoffe, ich bin da auch ganz gut. Ich bin ja bei Schwierigkeit Profi mit drin. Also das ist schon eine ganz gute Sache. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie viel ihr bisher schon gespielt habt, was habt ihr so gemacht, wie auch immer. Und ja, ich denke mal, wir können das nochmal ganz systematisch durchgehen, wie das alles so ungefähr funktioniert und was man da eben so Schönes machen muss. Viele von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, wie das alles so geht, aber manche eben auch noch nicht. Ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen und das heißt, wir gehen hier ganz einfach mal rein und ja, schauen einfach mal, was passiert so. Schauen einfach mal, was passiert, was wir Schönes machen können und let's go. Also, zuallererst einmal, das, was jetzt rausgekommen ist, ist noch nicht, Leute, ist noch nicht alles. Es kommt am 17.11. das Hauptevent. Jetzt kann man erstmal nur das Turnier simulieren. Also, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, Schwierigkeitsstufe wählen, dann dort reingehen und dann eben nochmal eine Nation wählen. Und dann könnt ihr eben diesen Modus durchspielen einfach. Ihr könnt einfach die WM durchspielen, oder? Ihr könnt einfach durchspielen, wenn ihr eben Glück habt, dann könnt ihr eben auch ganz gute Boni mitnehmen. Mit den ganzen Boni und so kriegt man viele Punkte, kriegt man Programmtoken. Und Programmtoken, wofür verwendet man die? Das werden wir erst am 17.11. erfahren. Dann gibt es das neue Update, dann ist auch das Champions League Event weg und da, ja, kann man eben ganz gute Dinge auf jeden Fall machen. Damit hoffentlich. Ich werde auf jeden Fall gut hier durchsuchten, denke ich mal. Also ein bisschen was spielen immer. So ab und an. Ich probiere vielleicht sogar... Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber einen... ist das möglich? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Einen Durchlauf pro Tag hier zu schaffen. Das wäre schon echt heftig. Ich habe noch viel so zu tun. Aber naja, wir wollen mal sehen. Man kriegt auf jeden Fall viele verschiedene Boni und hat auch ganz gute Quests hier mit dabei. Man soll Tore schießen. Gruppenphase überstehen, aber das Ganze geht halt 296 Tage. Ich frage mich, ob das noch ein Bug ist oder so oder eben nicht, aber ja, das sieht erstmal ganz interessant aus, Leute. Das sieht doch alles erstmal ganz interessant aus. Ich denke mal, das werden die noch anpassen, dass es wahrscheinlich nur 7 Tage geht, aber weil ich denke mal nicht, dass es, wenn ich jetzt schon so weit bin, dass es 296 insgesamt ist. Weil es kann ja sein, dass ich hier einmal spiele und direkt alles auf einmal geschafft habe. Das kann alles passieren, Leute. Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau. Muss man halt gucken, muss man halt abwarten. Und es ist halt hauptsächlich, es ist nur Spielen, Leute. Spielen, 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 Spielen. Viel mehr ist halt hier nicht mit dabei bisher. Werden wir sehen, was da noch kommt. Nix im Shop, nichts zu holen. Einfach nur spielen. Genau, und wir haben eben noch einen super schönen, tollen Look hier bekommen für alles mögliche. Division Rivals und so sieht es halt alles, alles irgendwie rot. Alles rot, Leute. Genau, also sehr, sehr interessant auf einmal, was sich da EA ausfallen lassen hat, wie auch immer. Und ja, wir haben auch auf jeden Fall das Mid-Season-Update, habt ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen. Mid-Season-Update sieht nämlich auch einfach so aus, dass es gerade, alles erneuert wurde. Zum Beispiel mein Martin Mennel. Ich hoffe mal, ich leake jetzt nicht zu viel, wenn ich jetzt hier auf meine... Ich habe nämlich noch ein bisschen was geplant für morgen, aber das kriegt man nicht hin. Na gut, oder ich gehe so um. Mein Martin Mennel zum Beispiel, der ist gedroppt. Also der ist gedroppt im Guesswert. Alle Base-Karten wurden überarbeitet mit Liga, mit Verein, mit Nationalität, falls es da irgendwelche Änderungen gab. Und mein Mennel hat nicht mehr 73 oder ich glaube 72, sondern nur noch 70 zum Beispiel. Generell sehen jetzt auch die Gold-Karten anders aus. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, Leute. Also das Mid-Season-Update hat ziemlich was verändert. Und wir haben eben jetzt auch das Advanced, also fortgeschrittene Passen. Habt ihr ja vielleicht auch gesehen, was ich da schon mal dazu auch so an Videos veröffentlicht habe.
Genau, gibt es hier irgendwie eigentlich Programm, vielleicht einfach normal? Gibt es hier sowas, Nationalmannschaft? Also, gibt es schon Nationalmannschaftsspieler eigentlich? Das wäre jetzt so die Frage. Aber wo sollen die eigentlich herkommen? Wenn es die geben würde, ja okay, gibt es natürlich nicht. Das wäre jetzt sehr interessant. Spieler im Cooldown suchen. Lol, da muss ich jetzt mal warten hier. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, gibt es auch auf jeden Fall schon jemanden hier von dem Qatar-WM-Modus? Ich glaube auch nicht, oder? Die sind doch alle unverkäuflich, oder? Oder gibt es, ja gut, gibt es keine Spieler, ne? Gibt es keine Spieler, wäre ja auch krass gewesen, wenn da jetzt irgendwie durch einen Bug irgendwas schon draufstehen würde. Aber ich glaube, normale Base-Karten kann man hier wohl nicht finden über den Filter. Dann muss ich sonst normal nach Messi schauen oder so. Aber wenn man sich das Ganze mal anschaut, ja, gibt es irgendwie nicht. Na gut, dann muss man eben so kurz mal Messi suchen. Zack, Messi auf jeden Fall. Generell haben die alle einen ziemlich interessanten Look auf jeden Fall bekommen. Hier kann ich euch mal zeigen, also hier so sehen die 90er jetzt aus, 90 plus. Er hat jetzt 91 Guess. Vielleicht kann ich euch das noch... Ah, stimmt, bei diesem einen Shop-Pack, da kann ich euch das natürlich noch ein bisschen besser zeigen vielleicht, was es hier nämlich noch gibt. Also, naja, da ist auch gerade ein Cooldown. Und wenn ich hier bei Ressourcen hier... ja, okay, werden auch nur immer die angezeigt. Ich glaube, hier werden vielleicht mehr angezeigt. Ja, hier werden alle angezeigt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier ist Kevin, De Bruyne, Messi und so. Also alles im neuen Look, alles ein bisschen neu. Und ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das Ganze? Nur leider hat sich jetzt eben auch nichts daran geändert, irgendwie an der Verkaufsmenge oder irgendwas. Es ist einfach gleich geblieben. Habe ich gehofft, dass ich irgendwie jetzt ein paar mehr Spieler verkaufen kann, die ich noch rumliegen habe, aber wird erst einmal nichts. Genau, so sieht's aus, Leute. Wie findet ihr den ganzen Modus? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ist ja jetzt erstmal noch nicht das, was ja irgendwie wirklich das Krasse ist, weil das Krasse kommt erst am 17.11. Aber das ist eben halt bisher die Simulation. Und das ist wild, Leute. Schreibt es gerne in die Kommentare. Was sagt ihr dazu? Wir sehen uns dann, denke ich, einfach mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.